Wenn wie in jedem Jahr die großen Meisterbriefe in feierlichem Rahmen an mehrere hundert Jungmeisterinnen und Jungmeister verliehen werden, dann liegt hinter den frisch gebackenen Meistern eine teils mehrjährige Vorbereitungszeit. Doch welche Arbeit steckt eigentlich in einem Meisterkurs? Wie wird aus einem Gesellen ein Meister? Wir zeigen einen Blick hinter die Kulissen und besuchen Meisterschüler und Meistermacher. Melanie Huhn, Mitarbeiterin der Meisterakademie der Handwerkskammer Koblenz, organisiert Meisterkurse und Prüfungen und ist Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den Meisterbrief. Sascha Schwaderlapp ist als Lehrgangsleiter im Meisterkurs der Feinwerkmechaniker verantwortlich für die praktische Planung und Umsetzung des Meisterkurses. Und René Link, der Meisterschüler im Feinwerkmechanikerhandwerk, biegt gerade auf die Zielgerade zum Meisterbrief ein. Ich bringe jetzt gerade mal einen Schnittschutz an, weil wir haben eine sehr feine Kontur, die wir hier schneiden, mit einer Schliffart. Das heißt, wir müssen sehr oft anpiersen. Praxisunterricht im Meisterkurs. Die Schulung im Umgang mit modernsten Fertigungsmethoden wie der Wasserstrahlschneidetechnik ist fester Bestandteil im Meisterkurs. Die Idee dahinter? Die Meisterschüler sollen auf hohem Niveau die vielfältigen Facetten ihres Handwerks kennenlernen und vertiefen. So wie René Link, der bereits über einen großen beruflichen Erfahrungsschatz verfügt und mit seinem Meisterbrief vor allem die persönliche Weiterentwicklung im Blick hat. Ich hatte das Glück gehabt, in meiner Firma viele Bereiche abdecken zu können. Und jetzt war nochmal der Zeitpunkt gewesen, wo ich mir gesagt habe, für mich selber, ich möchte jetzt nochmal wissen und ich möchte mich wahrscheinlich dann auch beruflich nochmal verändern. Was hier vorgegeben wird, ist schon unheimlich hoch. Und die Leute, die hier als Meister rausgehen werden, werden ein unheimlich gutes Fachwissen mitbringen. Ich möchte dieses Bauteil fünfmal zum Beispiel erstellen. Der Einsatz zukunftsweisender Technologien wie computerbasierter und generativer Entwurfs- und Fertigungsverfahren ist neben den eher klassischen manuellen Verfahren ein großer Bestandteil der Vorbereitung auf die Meisterprüfung. Also im Moment verfolgen wir ganz einfach den Weg, wo der Strahl schneidet, um zu sehen, wie weit das Teil jetzt fertig geschnitten ist. Die verschiedenen Techniken, die hier angewendet werden, die hat man in jedem Beruf und von daher ist es immer hochinteressant, wenn man hier was Neues gezeigt bekommt. Ja, hier ist unser fertiges Bauteil. Hier auf der Platte sehen wir es, genau die Kontur, die wir vorher programmiert haben. Hier legt es auf. Ja, jetzt kann man das einfach dementsprechend aus dem Schnitt nehmen. Fertig ist unser Produkt. Wir haben jetzt die Laufzeit, wir haben die kalkulativen Kosten, wir haben den Verbrauch. Ja, so, schon ist unser Bauteil fertig. In diesem Kurs haben wir ein sehr, sehr hohes Niveau. Das muss man sagen, man kann von der auch dementsprechend fordern. Wir haben ein Ziel vor Augen, wo wir hin wollen. Dieses Ziel setzen wir konsequent um. Die Prüfungen stehen an. In wenigen Wochen heißt es, das Gelernte in die Tat umzusetzen und in mehreren Prüfungen und einem Fachgespräch zu überzeugen. Für Melanie Huhn, Mitarbeiterin der Meisterakademie der Handwerkskammer Koblenz, ein Grund, ihren Jungs einen Besuch abzustatten und alle Fragen rund um Meisterprüfung und Zulassung zu klären. Ja, ich gehe jetzt zum Vollzeitkurs der Feinwerkmechaniker. Die haben in etwa 8 Wochen Prüfung und die müssen sich entsprechend zur Prüfung anmelden, damit wir auch die Prüfungseinladungsfrist wahren können. Die beträgt 14 Tage. Wir wollen sie aber so frühst wie es geht einladen, damit die auch ihre Prüfungsgebühr entsprechend vom Meister BAföG rechtzeitig gefördert bekommen. Ja, es geht mit großen Schritten ihrer Prüfung entgegen. Von daher möchte ich Sie bitten, dass Sie heute Ihre Anmeldung ausfüllen, damit wir Sie auch fristgerecht einladen können. Ich habe für jeden ein Formular dabei. Das möchte ich Sie bitten, auch noch durchzugeben. Die Meisterprüfung stellt nicht nur für die Prüflinge eine Herausforderung dar. Auch die Organisation bedarf einiger Zeit. Ja, es sind so gute 8 Wochen, 8 bis 10 Wochen, wo wir Räume planen, den Prüfungsausschuss entsprechend einteilen. Das gehört halt alles dazu, die Räume müssen frei sein und deswegen ist da schon eine gewisse Vorlaufzeit vonnöten. Bis es zur erfolgreichen Meisterprüfung kommen kann, gilt es für das 7-köpfige Team der Meisterakademie im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz eine Menge Vorbereitungen zu treffen. Huhn, Handwerkskammer in Koblenz, hallo. Ja, wollen Sie es in Vollzeit oder in Teilzeit machen?
Neben der logistischen Herausforderung, die derzeit 24 gewerkespezifischen Fachkurse und die gewerkeübergreifenden Teile der Meisterprüfungsvorbereitung kollisionsfrei zu organisieren, kommen noch beispielsweise Nachholprüfungen und Beratungen zu Förderprogrammen. Und auch ganz individuelle Probleme und Schicksale finden hier Raum. Immer mal wieder kommt sowas vor, dass da wirklich private Probleme im Hintergrund stehen. Beziehungsprobleme, Probleme mit der Familie, Sterbefall, also das hatten wir eigentlich alles schon gehabt. Da will man natürlich auch versuchen, dem Teilnehmer größtmöglich zu helfen. Die Prüfung muss er letzten Endes alleine schreiben, aber das Ganze drumherum versuchen wir ihm natürlich so einfach wie möglich zu machen. Hast du das Siegel noch bei dir? Nein, das liegt bei Frau Bühler. Ah, alles klar. Ich muss mal drauf. Hallo. Ich brauche das Siegel. Ich habe da eine Bescheinigung, wenn hier bestanden. Ach ja. Dankeschön. Wenn nach der Prüfung 3-4 Wochen vergangen sind und dann die Prüflinge oder die frischen Meister dann wirklich nochmal hier hinkommen, sich für den reibungslosen Ablauf bedanken. Und ich sag mal, nur mit einer Schachtel Pralinen kommen, ist alles schon vorgefallen, oder mit einem Blumenstrauß auch schon vorgekommen. Und sich ganz einfach für die Arbeit bedanken, das zeigt uns halt dann auch, dass wir alles richtig gemacht haben in dem Moment und dass die Teilnehmer mit unserer Arbeit auf jeden Fall zufrieden waren. Informationen zu allen Fragen rund um den Meisterbrief gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de.